Relax und Gaming, meine Freunde, und willkommen zu einer Sache, die mich an jedem FNAF-Game gruselt. Heute möchte ich mit euch einfach mal darüber sprechen, was das gruseligste Ding an jedem FNAF-Spiel ist, beziehungsweise die gruseligste Situation, in der ich mich schon öfter wiedergefunden habe. In dem Sinne, lass uns doch direkt einmal anfangen mit FNAF 1. Ich meine, FNAF 1 war neu für mich und dementsprechend hatte ich mich auch noch nicht an die Charaktere gewöhnt und besonders das Aussehen, beziehungsweise die Jumpscares. Und dementsprechend war für mich wirklich der gruseligste Aspekt von FNAF 1 die Charaktere. Ich meine, wow, damals sahen die so creepy aus, also heute auch noch, aber damals besonders, weil jetzt sind wir an Animatronics gewöhnt, aber damals war das was Neues. Beziehungsweise, die waren damals schon fucking gruselig, weil die Chuck E. Cheese Charaktere abgefuckt creepy waren und man mochte es einfach nicht, sie anzugucken. Und FNAF 1 ist ja quasi ein ganzes Spiel darüber und deswegen würde ich einfach tatsächlich sagen, dass in FNAF 1 die Charaktere mich am meisten gegruselt haben. In FNAF 2 sind es nicht die Charaktere, sondern ein Charakter, nämlich Mangle. Mangles Horror ist sehr gut gemacht in dem Spiel. Während viele Leute die Puppet wählen würden, weil sie eher so ein Stressfaktor ist, würde ich nicht mal sagen, dass sie besonders gruselig ist. Ihr Design ist schon creepy. Trotzdem wissen wir, wann sie kommt. Wir können das einschätzen und sie ist deutlich weniger gruselig als Mangle. Denn Mangle ist omnipräsent. Er ist überall. Er ist auf den Camps, in den Vents, an der Decke und vor euch an der Decke. Also den werdet ihr nicht so schnell los und einfach dieser Gruselfaktor, dass er euch wirklich so krass verfolgt und so unter Druck setzt und auch die Statik, das ist alles so gut gemacht und das ist so ein anormaler Animatronic, der hat mir wirklich einen großen Schrecken eingejagt in FNAF 2. Ich meine, FNAF 3 war ja ein gruseliges Spiel, einigermaßen zumindest. Nicht mein Lieblings-FNAF, bei weitem nicht, aber auch nicht das schlechteste. Trotzdem muss ich sagen, dass eine Sache die schlimmste war in FNAF. Ihr müsst merken, ich bin nicht so gut mit den Augen. Ich weiß, ich habe die mir irgendwie ruiniert mit zu viel Videospielen. Leute, macht mal den Eyesaver-Mode auf eurem Handy und dem Bildschirm an, weil sonst endet ihr so wie ich und seht nicht, wo fucking Springtrap hingerannt ist. Springtrap ist nämlich gone. Ihr blinzelt einmal und er ist weg. Es ist literally ein einziger Frame, ein Bild, wo er weg sein kann. Und wenn ihr ihn einmal verloren habt, habt ihr Pech gehabt. Wenn ihr dann nicht so versiert wie ich seid in FNAF 3, ich meine, ich hab's jetzt nicht so viel gespielt und dementsprechend weiß ich nie, wo er ist. Ich finde ihn auch nicht wieder. Ich sehe ihn nicht mehr und dann habe ich in der Regel schon Pech gehabt und er steht vor mir, vor dieser Kackfensterscheibe. Oder Worst Case Szenario, er ist im Vent, wo ich ihn in der Regel auch selten rauskriege. Also Springtrap verlieren ist in FNAF 3 die gruseligste Situation. Wisst ihr, was auch eine gruselige Situation ist? Fucking FNAF 4. Also ich würde mir gerne eine Sache aus dem Spiel raussuchen, die gruselig ist oder die mich besonders erschreckt hat. Aber es ist schwierig. Wenn, dann würde ich sagen, ist es die Spielmechanik, dass wir an die Türen rennen müssen und hören. Denn das ist einfach nur eine asoziale Scheiße. Denn nicht nur ist das Spiel komplett laut, ihr müsst es auch komplett laut haben, weil sonst werdet ihr verlieren. Und das ist schon das Abgefuckteste an dem Spiel. Meiner Meinung nach deutlich zu gruselig. Allerdings ist es ja was Gutes, da es ja ein Horrorspiel ist und Grusel tut einem auch mal gut. Beziehungsweise das wirklich die Thematik von FNAF 4. Trotzdem ist die Mechanik, dass man hören muss, einfach nur abgefuckt creepy in dem Spiel. Beziehungsweise die Sounds. Also da hat Scott Cotton sich echt übertroffen. Anders als beim nächsten Spiel. Ja, ich weiß. FNAF Sister Location hat super beliebte Animatronics. Sie alle feiert das Spiel. Ich auch irgendwo. Aber einige Sachen sind in dem Spiel einfach nicht so gut gelaufen. Trotzdem muss ich sagen, dass die Szene, wo die beiden Mechaniker erhangen werden und ihr das so mit den Lichtern seht, genauso wie in der ersten Nacht, wie ihr quasi die Animatronics finden musstet, extrem gut gemacht ist und mich wirklich gegruselt hat. Da dachte ich einfach nur so, holy shit, andere Menschen in einem FNAF-Spiel kommen mal ja selten mit. Und das war einfach richtig creepy, wie wir die auf einmal da gehangen haben und ihr wusstet, hey, wir müssen jetzt noch weitermachen. Wir können nicht einfach umkehren und verschwinden. Einer meiner liebsten Momente in FNAF Sister Location. Wisst ihr, was auch ein cooler Moment ist? Wenn FNAF-Creator untereinander Videos machen. Ich weiß, so kollaborieren ist immer gut für Kanalwachstum, beziehungsweise einfach um interessanteren Content zu machen. Zum Beispiel ist die Woche ja ein Video hochgekommen, beziehungsweise ein Let's Play, was wir auch lange nicht mehr gemacht haben, mit dem guten Shadow Player. Und in dem Moment wollte ich mal an alle FNAF-Creator sprechen, denn wir haben ja dieses FNAF-Netzwerk, wo ihr euch bewerben könnt und dann machen wir quasi Videos zusammen, beziehungsweise promoten unsere Sachen gegenseitig untereinander, um uns halt unter die Arme zu greifen. Beziehungsweise helfen uns auch mit Thumbnails und Video-Editing-Ideen und so. Da haben wir sogar einen eigenen Discord-Server für. Das heißt, wenn ihr da gerne rein wollt und die Bedingungen erfüllt, die sind auch auf dem Kanal, dann wehrt euch doch gerne, beziehungsweise joint einmal unseren Discord, dann können wir das näher besprechen. Allerdings sind wir jetzt fertig mit dem ganzen Werbungsding, beziehungsweise unserem Netzwerk. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Und machen jetzt weiter mit einem Thema, das ich immer versuche zu vermeiden, denn ich mag das Spiel nicht. FNAF World. Ich bin ja ein riesiger Freund von Pokémon und einfach so Shit sammeln, so nach seltenen Sachen suchen, ist einfach mega nice und das ist ein Spielaspekt, den ich immer feiere bei Videospielen. Trotzdem ist FNAF World absolut nicht mein Lieblingsspiel und da gibt es einen Aspekt, der mich sehr gut
gruselt, beziehungsweise auch wieder ein Charakter, nämlich der fucking Rainbow. Leute, dieses Jump'n'Run habe ich bei Krypto im Stream gesehen und dachte mir einfach nur, das ist die unfairste Scheiße, die es gibt. Da gibt es so viele komplett präzise Sprünge, die einfach nur asozial sind. Und dieser Regenbogen, der einen einfach mobbt. Trotzdem verkörpert dieser Regenbogen wohl irgendwo diese Angst und deswegen feiere ich ihn absolut nicht, beziehungsweise ist der sehr, sehr gruselig für mich. FNAF Hellbronted. Also FNAF Hellbronted hat einen ganz besonderen Gruselfaktor, nämlich, dass ihr den Animatronics sehr, sehr nahe kommt. Ihr seid praktisch vor den Animatronics und chillt vor den Augen von denen und das ist ziemlich creepy. Ich meine, ihr könnt jederzeit zuschnappen, was ihr auch machen, das ist der Sinn des Spiels, beziehungsweise ihr müsst an denen rumwerkeln, während die noch irgendwie lebendig sind und jederzeit ausrasten können und euch umbringen. Und das Ganze ist, ihr könnt hier nicht einfach vom Bildschirm weggehen, denn der Bildschirm ist direkt auf euren Augen. Das Ganze ist einfach ziemlich gruselig und abgefuckt. Denn diese Nähe zu den Animatronics, die hat man bis jetzt in keinem Spiel. Und Hellbronted macht es umso gruseliger und schlimmer. Deswegen, meiner Meinung nach, ist Hellbronted nach FNAF 4 auch das gruseligste Spiel. Beziehungsweise sogar das gruseligste mit einer VR. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch zwei Spiele übrig. Beziehungsweise ein Spiel und sein DLC, die ich als unterschiedliche Spiele behalte, weil die sind schon unterschiedlich genug dafür. FNAF Security Breach. Ich habe da gute Erinnerungen dran, an Dinge, die mich gegruselt haben. Natürlich, die Kanalisation war extrem creepy. Ja, das war es auch an gruseligen Leveln in dem Spiel. Trotzdem war die Kanalisation gruselig. Die ganzen Animatronics, als sie withered wurden, beziehungsweise broken, waren gruselig. Und auch irgendwo, ja, die Sektion mit den Endos, die war auch ziemlich gruselig. Aber nichts hat mich so gegruselt, als eine Stunde das Scheißspiel zu spielen, einen Glitch zu treffen und deswegen neu zu starten. Und ja, das ist meiner Meinung nach das Gruseligste an FNAF Security Breach. Aber den Gruselfaktor haben die ja natürlich deutlich angehoben mit dem nächsten Spiel, nämlich Ruin. Ruin hat einen Moment, der extrem gruselig ist. Natürlich haben wir den Mimic und die gesamte Glitch-Trap. Scheiße, die einfach extrem creepy ist. Aber es gibt einen Moment, den 90% der Leute verpassen bzw. nicht sehen, der extrem fucking gruselig ist. Und ich meine damit den Raum mit den Plush-Babys. Erstens, der Raum ist verstörend. Warum gibt es den? Es gibt keine gute Erklärung für diesen Raum. Und zweitens, verstört es mich, daran zu denken, was YouTuber jetzt an diesen Ort finden werden, bzw. welche Theorien daraus entspringen werden. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche coolen Theorien schon über diesen Raum gesehen habt. Ich noch nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt sie. In dem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und besondere Grüße gehen doch mal raus an all unsere Supporter. Angefangen mit unserem längsten, Tjulman, Janmu, Tristan Nerger, Comcommand, Baguette Sniper, Mike und als Relaxen Gaming Ultra Kindergarten LP. Vielen Dank für eure Hilfe und falls ihr uns auch unterstützen wollt, alles bisschen helft, uns bessere Videos zu machen. Das geht schon ab einem Euro los. Allerdings ist das absolut kein Muss. Mich freut es schon, wenn euch die Videos gefallen. Relaxen Gaming, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.